Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle unsere Kunden. Wie ihr seht, hinter mir steht ein Weihnachtsbäumchen. Das Ende des Jahres ist da. Und wir nutzen diese Gelegenheit, um uns mal bei unseren lieben, netten und vor allen Dingen aufmerksamen Kunden zu bedanken. Was wären wir ohne euch? Nicht nur durch die erste Corona-Krise habt ihr uns super hindurchgeleitet. Ohne eure Nachfrage, ohne euren Schuhbedarf würde es das Schuhwidu gar nicht mehr geben. Und jetzt haben wir eben halt diesen zweiten Lockdown und den wir hoffen, natürlich auch wieder mit eurer Hilfe zu überstehen. Das bedeutet natürlich auch wieder, dass wir während des Lockdowns unsere Gutscheine mit erweitertem Mehrwert anbieten und wir natürlich auch weiterhin für sämtliche Schuhanfragen, Schuhbedarf, für Laufanfänger, für Stammkunden immer gerne bereitstehen. Zum anderen ist es wieder mal an der Zeit, auch meinen Damen die Gelegenheit zu geben, sich bei euch zu bedanken. Und für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, weil man sieht ja immer nur die eine oder die andere, die mal da ist, würde ich mal sagen, ich stelle sie euch mal ganz kurz vor. Und da wären also die Frau Klaus und die neue Frau Reuter, neu hinzugekommen sozusagen, die uns also nächstes Jahr dann wieder tatkräftig unterstützen wird oder überhaupt tatkräftig unterstützen wird. Und dann haben wir noch zwei neue Damen dazu bekommen. Und das ist die Frau Kleberg und die Frau Hake. Und das ist jetzt die große Neuigkeit für alle. Wir eröffnen in Stötteritz eine zweite Filiale. Das heißt, also die beiden Damen freuen sich natürlich bolle auf Reutnitz, Stötteritz und alle umliegenden Stadtteile mit den neuen Schuhen vom Schuhwidu zu begeistern zu können und freuen sich natürlich auf eine rege Nachfrage von allen Eltern, die wirklich an einem guten, passenden Schuhwerk und einer super Beratung interessiert sind. Damit hoffe ich doch, euch Appetit gemacht zu haben. Also wir bleiben am Ball und ich hoffe das natürlich auch von meiner Kundschaft. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Bleibt gesund. Lasst den Kopf nicht hängen, wir tun es auch nicht. Wir haben immer wieder tolle neue Ideen, die ihr bei uns auf Facebook, Instagram oder auf der Homepage ersehen könnt. Und ich sage mal, man sieht sich.